Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge. Lange hat sie auf sich warten lassen von den Top 5, nicht Top 2, nicht Top 3, den Top 5 Übungen für den Bizeps. Und wie auch schon damals, ich verlinke euch mal hier das Video. Es war ein schönes Video über die Top 5 Übungen der Brust. Gibt es hier erstmal eine Enttäuschung für euch. Es gibt keine Top Übungen. Wer auch immer euch da draußen erzählt, dass es Top-Übungen gibt und die besten Übungen, die für alle draußen zählen, das ist absoluter Blödsinn. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, wie der entsprechende Muskel funktioniert. Das heißt, welche Variation gibt es überhaupt? Was macht eigentlich den Unterschied von der einen Übung zur anderen? Im Falle der Brust, wo ist der Unterschied zwischen Bankdrücken und Fliegenden? Beides ist doch für die Brust. Also wo ist denn da jetzt der Unterschied? Und damit ihr das lernt, damit ihr selbst den Unterschied begreift und auch seht, machen wir das heute und zwar mit den Top 5 Übungen für den Bizeps. Und da erkläre ich euch natürlich, wie der Bizeps funktioniert und wo der Unterschied überhaupt ist. Und dann probiert ihr anschließend aus und merkt, was eure Top-Übungen sind. Ganz individuell angepasst. Beim Bizeps gibt es jetzt, weil es nur ein kleiner Muskel ist, relativ wenig zu beachten, aber trotzdem gibt es ein paar Dinge zu beachten. Wir haben beim Bizeps vor allem drei Stellschrauben, wonach sich die Übungen elementar unterscheiden können. Alle setzen einen Reiz in den Bizeps, versteht das nicht falsch. Aber wie ihr den Reiz setzt und was dann vielleicht passiert und wie ihr individuell das anpassen könnt, vor allem auch in Hinsicht darauf, dass ihr vielleicht in manchen Übungen Schmerzen habt, nicht so viel Kraft anwenden könnt oder Schwächen habt und welche Muskeln auch noch mit reinspielen, das lernen wir jetzt. Ihr seht alleine schon einen Unterschied daran, was hier passiert. Der Bizeps verkürzt sich. Er sieht ganz anders aus. So, hier sieht es aus, als würde etwas fehlen und jetzt habe ich es ergänzt. Das seht ihr, wenn ich das Handgelenk eindrehe, dass das dann passiert. Und da sehen wir direkt schon einen Unterschied. Natürlich macht es dann auch einen Unterschied, wenn ich ihn so kontrahiere oder so kontrahiere. Und damit haben wir auch schon die erste Stellschraube. Man nennt das Ganze die Supination und Pronation. Sprich, das Eindrehen der Handgelenke. Zeigen die Handflächen nach oben oder zeigen sie nach unten. Und das ist bereits ein großer Unterschied. Vor allem wirken dann auch unterschiedliche Teile des Unterarms mit. Habt ihr also das Ganze in der Pronation, dann wirkt vor allem der äußere Teil des Unterarms mit. Habt ihr das Ganze dann wiederum in der Supination, dann wirkt vor allem der untere Teil des Unterarms mit. Ebenfalls wirkt sich das darauf auf, ob der Brachialis, das heißt der Muskel, der zwischen Trizeps und Bizeps sich eigentlich befindet, aber noch formell zum Bizeps gehört, ob der weiter rauskommt. Das ist die Kugel, die ihr seht, vor allem bei manchen Bodybuildern wie Arnold Schwarzenegger sehr ausgeprägt. Das entsteht mehr, wenn ihr zum Beispiel die Handfläche immer weiter eindreht und nach unten zeigt. Also entweder im Hammergriff, Handfläche zeigt zur Seite oder eben sogar nach unten und ihr trainiert den Bizeps so. Damit kommen schon mal viele Varianten. So, und damit kommen wir auch schon zur zweiten Stellschraube. Und das ist eine, die wir bei jeder Muskelgruppe finden. Und zwar bilaterale und laterale Übungen. Sprich Übungen, die sich auf eine Körperhälfte bzw. auf den Körperhälften unabhängig voneinander beziehen oder wo beide Körperhälften an einem Strang ziehen quasi und nur ein Gewicht, ein Objekt bewegen. Oder ob sie eben zwei Objekte bewegen. Hier ganz klassisch, indem man entweder mit einer Langhantel trainiert, ein Objekt nach oben bewegt und beide Arme arbeiten zusammen daran oder eben Kurzhanteln benutzt und damit den Bizeps unabhängig voneinander, den rechten einzeln und den linken einzeln trainiert. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, da müssen wir gar nicht auf jede Variante eingehen, dennoch ist das eben ganz wichtig zu unterscheiden. Und damit kommen wir jetzt auch schon ziemlich schnell zu der dritten Variante. Na, kommt ihr da drauf? Die ist etwas schwerer zu erraten, was diese beim Bizeps sein könnte. Allerdings macht sie einen großen Unterschied aus. Und zwar die Position eurer Oberarme im Verhältnis zum Oberkörper. Klassisch steht ihr und der Oberarm ist an der Seite des Oberkörpers, also mit dem Oberkörper in einer Linie. Und dann macht ihr eure Curls. Egal, ob sie da bilateral oder lateral ist, mit Kurzhanteln oder mit einer Langhantel. Egal, ob die Handflächen nach unten zeigen oder nach oben zeigen. Das hier ist eine Position, wo ihr den Bizeps benutzt. Eine andere wäre es, wenn der Oberarm hinter dem Oberkörper ist. Das ist eine seltene Variante, aber eine sehr, sehr, sehr effektive und sehr unterschiedliche Variante zu den anderen. Und ich kann jedem nur empfehlen, immer mindestens einmal eine solche Variation im Bizeps-Training drin zu haben. Das ist klassisch, wenn wir auf der Schrägbank sind und Schrägbank-Curls machen. Dann ziehen wir von hier hinten und haben hier die Kontraktion. Und der Oberarm ist immer hinter dem Oberkörper.
Dadurch kommt eine größere Dehnung in den Muskel rein, in den Bizeps rein. Und dadurch trainieren wir auch etwas mehr den langen Bizepskopf. Und dann gibt es das Ganze natürlich noch, ihr erratet es, wenn der Oberarm vor dem Oberkörper ist. Ganz klassisch bei Scott Curls. Das heißt, wenn wir irgendwo den Oberarm aufliegen lassen auf einem Brett und dann hier den Bizeps trainieren. Das gleiche natürlich auch, wenn ihr das von oben macht, wenn ihr an einem Seil zieht oder dergleichen. Oder auch, wenn ihr zwischen den Türmen seid und es so zieht. Das sind alles Varianten, wo der Oberarm vor dem Oberkörper ist. Und so sieht dann auch ein optimales Bizeps-Training aus. Ein sehr ausgewogenes Bizeps-Training, wo ihr versucht, jede Variante einmal drin zu haben. Eine einzige Variante ist eventuell zu vernachlässigen, weil die sehr stark auf die Unterarme geht. Und zwar, wenn der Arm komplett proniert ist und die Handfläche nach unten zeigt. Damit Bizeps Curls zu machen, geht hauptsächlich auf den Unterarm und ihr werdet relativ wenig im Bizeps spüren. Aber ansonsten solltet ihr alle Varianten eigentlich einmal drin haben. Gehen wir das einmal durch. Wie sähe jetzt ein optimales Training aus für den Bizeps? Zunächst einmal startet mit einer klassischen Grundübung, wo die Kräfte auf ein Objekt auswirken und wir deswegen auch mehr Gewicht benutzen können. Wir haben unsere Oberarme an der Seite und machen klassische SZ-Curls oder Langhantel-Curls. Das heißt, wir haben jetzt einmal die laterale Variante, wo wir an einer Langhantel trainieren und wir haben die Oberarme einmal an der Seite, check, und wir haben die Handflächen nach oben bei Langhantel-Curls oder ein wenig nach innen geneigt bei den SZ-Curls, zählt aber beides zu oben. Und damit haben wir schon mal drei Varianten gestrichen. Jetzt machen wir mal unsere nächste Übung. Die zweite wäre dann zum Beispiel Kurzhanteln, Schrägbank. Wir haben jetzt also den Oberarm hinter dem Oberkörper. Wir haben Kurzhanteln, dadurch haben wir eine bilaterale Übung. Und wir haben das Ganze im Hammergriff, denn sonst könnten wir die Hantel auch gar nicht hier vorbeiführen am Körper. Wenn wir die quer haben, haben das im Hammergriff. Schon haben wir drei neue Varianten und die haben jetzt schon fast alles erfüllt. Und jetzt lässt es sich schon leicht ablesen, was unsere letzte Übung sein könnte. Für die letzte Übung sollte definitiv dann irgendetwas ran wie Scott Curls, wo der Arm vielleicht aufliegt, dadurch noch besser der Muskel isoliert wird und wo wir den vor unserem Körper haben. Dann können wir das entweder wieder in der bilateralen Variante machen an der Maschine oder mit beiden Armen ziehen. Und schon haben wir auch die letzten Häkchen erfüllt und das ist ein komplettes Bizeps-Training. So sieht dann ein optimales Bizeps-Training aus und jetzt könnt ihr euch vorstellen, man kann sich jetzt wahrhaftig austoben. Ihr selbst findet nun sicherlich 10, 15 Bizeps-Varianten, die ihr in euer Training integrieren könnt und einfach schauen könnt, welche euch am besten gefallen. So trainiert man auf jeden Fall komplett und da braucht man keine Top-Übungen, sondern einfach nur ausgewogen trainieren. Sollte euch diese Art der Informationen des Videos gefallen, dann schaut auf jeden Fall mal bei den Top 5 Brustübungen vorbei. Das Video ist sogar noch ein Stück witziger als dieses hier und wird euch sicherlich gefallen. Ansonsten abonniert den Channel, pusht die Glocke, denn dann verpasst ihr auch nichts mehr und bekommt vor allem auch von den Basics und der Almanach-Serie etwas mit. Schaut mal auf dem Kanal vorbei und lasst mir natürlich ein Like da, falls euch das Ganze hier gefallen sollte. Ich bin verschwitzt, ich bin verwirrt, ich bin raus. Euer Gotti, bis bald.